Willkommen zu einer weiteren Folge Paraplüsch, in der wir traumatisierte, misshandelte Plüschtiere behandeln. Und heute nehmen wir uns einmal die Schildkröte vor und einmal das Schaf. Eine der Stories hat wirklich mein Herz gebrochen. Es wird sehr, sehr cool und sehr, sehr traumatisierend. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. Wenn ihr die anderen Tiere sehen wollt, Nilpferd, Schlange und Krokodil, die haben wir in den letzten Folgen gemacht, findet ihr unten in der Beschreibung. Und auch wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, gerne auch mal da vorbeischauen. Meine liebe Community sagt euch gerade hallo, kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns definitiv jetzt gleich in der ersten Therapiesitzung. Der Patient steht gleich zur Verfügung. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. So, liebes Schaf. Dolly. Wir wollten zuerst immer die Supervision lesen, damit wir wissen, was mit dem Patienten los ist und worum es hier geht. Zur Vorgeschichte der Patientin. Über die genaue Herkunft ist leider nicht viel bekannt. Die Patientin wurde anonym in einem Kindergarten abgegeben. Hier zeigte sie mehr und mehr absonderliches und aggressives Verhalten, das ohne besonderes auslösendes Moment hervortrat. Die Patientin scheint unter temporärer Wahnvorstellung zu leiden, in denen sie sich für einen Wolf oder Hund hält, obwohl sie eindeutig ein Schaf ist. Es könnte sich um einen Minderwertigkeitskomplex handeln, wobei dieser nicht das plötzliche Auftreten und Verschwinden der Wahnvorstellung erklärt. Ich glaube, wir müssen mal Para-YouTuber machen, dass man die ganzen YouTuber, die alle durchdrehen, hier therapiert. Das wäre auch, wär, glaube ich, echt mal ein Projekt, du, ich sag's dir. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine medizinische Untersuchung und gucken erst einmal, was unsere Patientin zu sagen hat. Was hören wir? Oh Gott, das hört sich sehr furchtbar an. Okay, also, ich glaube, wir gehen einfach mal in die Traumanalyse rein, bevor wir es triggern, oder? Lass uns einfach mal gucken, was abgeht. Ab in die Traumanalyse. Die hätte ich auch mal gern. Bei mir wäre dann so, oh, es ist eine 10 von 10. Oh, YouTube-Klicks. Oh. So, schau die Kugel an. Okay, was sehen wir? Was ist es? Was soll das sein? Ein Auge. Ein Mond. Ach, es heult zum Mond. Vielleicht verwandelt der sich ja irgendwie. Warum haben die alle... Oh, auf jeden Fall schon mal ein Strand. Pudding, Sonne. Okay, das war jetzt nicht viel... Das hat mir jetzt nicht viel gesagt, aber okay. Gucken wir mal, was die Supervision sagt. Wüste Geier. Zur Vorgeschichte. Okay, noch nichts. Okay, also ich würde sagen, dass wir vielleicht mal versuchen, ein therapeutisches Gespräch. Da wird es mich anknurren. Ich probiere es mal zu triggern und dann mache ich noch mal eine Traumanalyse, oder? Wolf im Schafspelz. Ja, vielleicht. Das ist ein guter Punkt. Weil wir haben jetzt quasi therapeutisches. Ich glaube, dass es mich anknurrt. Ich glaube, reden wird nicht helfen. Ich würde es mal. Oder wir probieren es mal. Ich weiß nicht, ob triggern hier so schlau ist. Nee, es reagiert gar nicht. Es wird aggro, wenn wir näher kommen. Oh, es geht sogar. Genau, ein Reißverschluss am Hals, ne? Guck mal, es macht ein paar Reactions. Da war da nicht ein Reißverschluss im Traum? Ah. Sollen wir jetzt nochmal eine Traum... Ich würde sagen, wir triggern es mal, oder? Machen dann eine Traumanalyse. Vielleicht hat sie zu viel Kaktuswasser getrunken. Also wir triggern mal und dann eine Traumanalyse. So. Knochen. Da geht's richtig steil drauf. Oh. Okay. Das erinnert ihn an irgendwas. Das war schon mal gut. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal in Richtung nochmal Traumanalyse gehen, oder? Das Verhalten ist mehr wie das eines Hundes oder Wolf, wenn man so will. Ja, also irgendwie... Vielleicht wurde das ja aufgenommen von denen oder es wurde als Spielzeug für Hunde missbraucht.
Das könnte sein. Aber es ist wieder der gleiche Traum, glaube ich. Er hat unten auch ein Schild. Krass. Ist wieder das gleiche. Hä, wie kommt man? Es läuft irgendwie scheinbar ein Kreis. Hä, wie kommen wir denn dann an das ran? Ah, es geht weiter. Eine Fata Morgana. Vielleicht auch sogar ein Spielzeugkasten geschmissen worden wegen Sand. Oh, das ist Nili. Süß. Das läuft hinterher. Schön, es hat einen Reißverschluss unten am Po. Ich kann diese Story nicht deuten. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt. Es wurde abgeschleckt. Okay, und der Reißverschluss ist wieder zu. Ich glaube, dass meine Vermutung richtig ist. Es wurde wahrscheinlich als ein Spielzeug für Hunde genutzt, oder? Hundespielzeug. So, jetzt ist die Frage, therapeutisches Gespräch, Beschäftigungstherapie, medikamentöse Behandlung, Motivationstraining, Aggressionsbewältigung. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Was machen wir denn jetzt? Oder die Wölfe haben es als einziges fliehen gelassen und ihre Herde ist gestorben und sie lebt jetzt unter den ganzen Leiden, unter den ganzen... Ja, genau, dass man von den... Es gibt ja auch so Stories, dass Wölfe einen großziehen. Die Frage, was machen wir denn jetzt? Medizinische Untersuchung, therapeutisches Gespräch, Beschäftigungstherapie. Ich würde mal Beschäftigungstherapie machen. Oder wir therapieren es nochmal. Es ist so schwierig, jetzt haben wir so viele Optionen. Oh? Oh, oh, ich weiß, ob das so gut ist. Du bist ein Schaf. Na, das findet's gar nicht geil. Nein! Okay, das war nicht gut. Also der Patient nimmt sein Äußeres nicht an. So wie eigentlich fast jeder Mensch durch Social Media. Ich glaube, es war Social Media. Oh, es war, glaube ich, nicht gut. Oh, shit, das war nicht gut. Beschäftigungstherapie, Motivationstraining, Aggressionsbewältigung, Maltherapie. Wir lassen uns mal malen. Ich will mal gucken, was es uns zeigt. Es gibt ja schon mal so ein bisschen Hinweis. So, hier, bitteschön. Draw something. Und? Es hat zu viel Fortnite gespielt. Oh, jetzt wird's aggro, ne? Oh, shit. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir es... Oh nein, es reicht, hören Sie auf. Ich glaube, wir müssen die Aggression wegkriegen, Leute. Jetzt ist es komplett erschöpft. Oh nein, oh nein. Nein, das ist so schwer. Okay, okay, also Aggressionsbewältigung, das können wir gar nicht weitermachen. Vielleicht aber erst Drogen geben und dann Aggressionsbewältigung. So, jetzt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warum ist es der amerikanische Flagge, Mann? So. Mach es fertig. Lass es raus. Nein, es schlägt sich selber. Okay, das bringt nichts. Was, wenn es wirklich ein Wolf im Schafskostüm ist, das sich in eine Herde eingeschlichen hat? Oh, da gibt es ein richtig witziges Game übrigens. Sheepdog and Wolf. Das habe ich damals durchgespielt. Das war richtig witzig. Okay, Motivationstraining. Ich glaube, wir müssen eine medikamentöse Behandlung machen, oder? Weil der macht, also vielleicht bringt ihn das runter. Ja, ab geht's. Let's go. Mein armes, kleines Schafi. Manchmal helfen nämlich nur diese Eingriffe. Oh Gott. Oh, oh nein, das Arme, es tut mir so leid. Oh Gott. Ach du Scheiße, I'm so sorry. Oh Gott, da kommt jetzt, ach da kommt was. Oh mein Gott, das ist wirklich der Wolf im Schafspelz. Ihr hattet recht. Oh nein, das haben wir. Da ist wirklich was drin. Okay. Beschäftigungstherapie. Motivationstraining. Hatten wir schon Beschäftigungstherapie, Leute? Supervision. Also, die Supervision sagt, guter Punkt.
Das verstörte Verhältnis der Patientin zu ihrem eigenen Körper lässt auf enorme innere Spannungszustände schließen. Welches ist ungelöste Konflikte, die Integrität der eigenen Person bedrohen? Das Abstumpfen der eigenen Körperwahrnehmung kann dabei als Coping-Mechanism zum Abbau des inneren Drucks verstanden werden. Gleichzeitig agiert die Patientin als Help-Rejecting-Complainer, was für ein Schaf an sich noch nichts Ungewöhnliches ist. Vom jedoch nicht in ein Double-Blind-Situation zu geraten, muss man sich als reifes, erwachsenes Individuum behandeln und eine gewisse emotionale Distanz zu wahren. Dennoch ist das Ziel der weiteren Behandlung, die Patientin an ihre innere Grenze heranzuführen, jedoch in langsam herantastenden Gesprächen. Also probieren wir nochmal ein therapeutisches Gespräch, oder? Oder sollen wir das Motivationstraining machen? Hatten wir schon Beschäftigungstherapie? Ich glaube nicht, oder? Machen wir erstmal Gespräch und dann Beschäftigung. Das hatten wir halt gerade auch schon, ne? Das hat auch nichts gebracht. Oh, ein kleinerer Spiegel. Das ist doch immerhin schon mal was. Guck mal, es findet sich eigentlich ganz hübsch. Oh nein, es sieht wieder den Wolf. Okay. Aber es war, glaube ich, gut. Es hat den Spiegel schon mal nicht zerstört. Oh nein, es war schlecht. Okay, machen Sie Beschäftigungstherapie. Oder die Seele im Schaf drin, was von einem Wolf gesteuert wird, eventuell. Wir gucken, oh nein, das ist, glaube ich, keine gute Idee mit Stricknadeln. Nein, es bohrt sich jetzt rein. Ach süß, es kann stricken. Oh, was strickt es denn da? Bestimmt jetzt ein Wolf, oder? Guck mal, es hat was gestrickt. Ist ja voll süß, eine Socke. Oder was hat's gestrickt? Nein. Oh, es ist lieb. Oh, das hat ihm voll gut getan. Oh, süß. Oh, mein, ist es lieb. Oh. Okay. Die vorübergehende Stabilisierung der Patientin sollte für weitere Schritte in Richtung eines verbesserten Affekt einer verbesserten Affektdifferenzierung und Binnenwahrnehmung genutzt werden, da das symbiotische Bedürfnis der Patientin nach Totalversorgung teilweise gelöst worden ist, kann in vorsichtigen Schritten das Betreten der gefährlichen, scheinbar wirren und undurchschaubaren Gefühlswelt vorbereitet werden. Von einer übereilten Konfrontation mit verdrängten Erinnerungssplittern oder Triggerreizen ist dringend abzuraten, da eine Fragmentierung ihrer Schafswelt jederzeit reaktiviert werden kann. Okay, also nichts Konfrontatives. Traumanalyse, therapeutisches Gespräch mit ihr. Was soll ich denn dann machen? Am besten nochmal therapeutisches Gespräch, oder? Weil ich darf ja nichts machen, was jetzt krass triggert. Unter dem Bett war ein Stethoskop. Das ist, wenn die komplett ausrasten, dann gebe ich den Stromschlag und kann nochmal neu anfangen. Soll ich jetzt echt triggern? Ich glaube nicht. Hier steht doch... Hier steht ja, dass symbiotische Bedürfnisse der Patientin nach Totalversorgung teilweise gelöst werden ist, kann in vorsichtigen Schritten das Betreten der gefährlichen, scheinbar wirren und unterstorbenen Gefühle vorbereitet werden. So, von einer übereilten Konfrontation mit verdrängten Erinnerungssplittern oder Triggerreizen ist abzuraten. Also keine Traum und kein Trigger. Therapeutisches Gespräch. Okay, gucken wir mal, ob das vielleicht ist. Ziehe ich ihm das wahrscheinlich ab, ne? Oh, guck mal, vielleicht öffnet er es ja für mich. Und dass er in sich reinfühlt. Fühlen Sie einmal in sich rein und er findet es gar nicht geil. Oh nein, das haben wir wieder traumatisiert. Er will nicht. Okay. Aber hat nichts ausgemacht, so. Jetzt halt die Frage, medikamentös oder Traum? Wir machen nochmal Traum, weil das müssten wir ja eigentlich, ist ja nichts Triggerndes. Wir sehen jetzt ja einfach nur, was bei ihm abgeht, oder? Schau in die Kugel, schau die Murmel an, lass los. Oh, das ist geil. Okay, es geht weiter, das ist sehr gut. Ich glaube, das ist immer gut. Okay, wieder dieses Schlecken, was wir haben, diese Jojos. Es ist wie so ein Spielplatz und ein Hund vielleicht.
Jojo, es hat irgendwas mit Jojo zu tun, deswegen sind überall diese Seile. Und dann wird er wahrscheinlich von einem Hund einfach gegrabt und mitgenommen. Ja, und deswegen hat er Angst vor Knochen. Weil Knochen erinnert ihn an Hund. Oh, shit. Das war... Oh mein Gott! Da ist wirklich was drin! Was? Ihhh! Um Gottes Willen, da ist wirklich einer drin! Wie kann denn das sein? Wir brauchen auf jeden Fall ein therapeutisches Gespräch. Das kann so nicht funktionieren. Okay. Ein Wolf im Schafspelz. So, der Wolf hört mir zu, das ist sehr gut. Der Wolf will, dass ich näher komme. Okay, der Wolf ist ein Arsch. Der nimmt mich nicht ernst. Das sieht so weird aus, ich will es ungern sagen. Das ist wirklich eine sehr traumatisierende Situation, meine Kadetten. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, dann müssen wir auf jeden Fall eine medikamentöse Behandlung machen. Was steht denn in der Supervision? Das ist nicht jugendfrei. Das unerwartete heftige Vortreten der verdrängten Wolfsidentität überfordert das Schaf noch komplett. Die hysterischen, psychotischen Abwehrreaktionen machen die fundamentale Bedrohung deutlich, welche auf die negativen Erfahrungen und den vermutlich darauf resultierenden Abspaltungsprozess schließen lassen. In diesem Zustand ist es der Patient und ist es der Patientin unmöglich, eine Akzeptanz ihrer ganzen Selbst als Plüschtier zu erlangen. Um ihre größere Sicherheit zu geben, muss auf die stützende Funktion ihres magischen Schutzstrumpfes als innere Ressource hingearbeitet werden, nachdem die Patientin in einem wiederaufnahmefähigen Zustand vorbei... Okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall... Ja, was passiert denn hier mit der armen Maus? Medikamentöse Behandlung. Ich glaube, dass der Wolf gar nicht da ist. Ich glaube, das bildet sich das Schaf nur ein. Aber wir müssen jetzt vom Trauma loslassen. Guck mal, wie ich extra warte, bis die wieder ruhig sind, bis ich zustechen kann. Oh, ich gebe sogar den Wolf einen Schuss. Noch besser. Okay, sehr gut. Der Wolf schläft. Oh. 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 Hä, was mache ich denn jetzt? Ah, jetzt habe ich den wieder weggepackt. Ich habe den Wolf weggepackt. Oh. So, der Wolf ist jetzt weg. Okay, Beschäftigungstherapie, Motivationstraining, Aggressionsbewältigung, Maltherapie. Vielleicht kann er jetzt noch mal was malen. Die Socke wurde auch abgenommen. Der innere Druck der Patientin scheint sich in einem herbeigesehnten Spannungs- und bedürfnislosen Nirvana-Zustand aufgelöst zu haben. Ein analytisch interessantes Detail sind die Parallelen zwischen diesem Zustand und den traumhaften Visionen der Patientin von ihrer eigenen inneren Seelenlandschaft. Im Mittelpunkt der Betrachtung sollte aber weiterhin der nur ausgesetzte innere Wesenskonflikt der Patientin stehen. Es kann von einer narzisstischen, selbstverletzenden Verletzung ausgegangen werden, die als naiver Akt der Selbstfürsorge zu verstehen ist. Aus diesem Grund sollte der Patient, der Patientin ein Weg zur Erfahrung von Gefühlen gezeigt werden, der weder durch überzogene Ich-Ideal-Anforderungen an die Patientin als Schaf noch durch diffuse Ängste vor Dissoziationsprozessen belastet ist. Eine einfache handwerkliche Fähigkeit kann dabei auch Wunder bewirken. Okay, vielleicht Schizophrenie, eventuell. Okay, wir lassen mal malen, weil es ist ja handwerklich so ein bisschen. Let me looky looky. So, jetzt zeichne mal was. Der innere Wolf in dir ist ja weg. Dann mal mal was. Voll süß, wenn man den so die Stifte und alles hinlegt. Das ist einfach voll lieb. Guck, wie es malt. Es ist so süß, wie es malt. Wie es malt. Süß. Aber es wird wie... Es ist überhaupt nicht süß. Oh Gott. Aber vielleicht... Oh, okay, also er sieht nichts mehr Schönes an. Eigentlich nur schön grün Wiese. Da kommt das Trauma her. Okay. Alles gut.
Beschäftigungstherapie, Aggressions-, Motivationstraining. Vielleicht motivieren wir es mal ein bisschen. Vielleicht bringt ja das was. So, hier ein bisschen Motivationssprüche. Ich lese die auch wieder extra vor. So, Powertraining. Lektion 2. Der sichere Ort. Wir stellen uns den sicheren Ort als Burg in unserem Innersten vor. Hierhin können wir uns zurückziehen, denn kein anderer hat hier Zutritt. Um diese Festung immer erreichen zu können, fertigen wir uns einen magischen Schlüssel. Die Socke. Oh, das ist ein magischer Schlüssel. Diesen Ort und den Schlüssel weihen wir nun mit einem mächtigen Zauber. Wuhu! Süß. Ja, jetzt ist uns der absolute Schutz jederzeit sicher. Oh. Es wurde vielleicht auf einer Wiese geworfen und dort von einem Hund angegriffen oder das Spielzeug. Ja, irgendwie assoziiert auf jeden Fall die Wiese mit was Negativem. Hängt da ein Bild von Freude über dem Bett? Ich glaube, es soll so sein, ne? Okay, ihm geht's richtig gut. So, jetzt ist die Frage. Eigentlich müssten wir jetzt eine Traumanalyse machen, weil jetzt weiß er ja erst sicher. Also, die vorübergehende Stabilisierung der Patienten sollte weitere Schritte in Richtung einer verbesserten Affektdifferenzierung und Binnenwahrnehmung genutzt werden, da das symbiotische Bedürfnis der Patientin nach Totalversorgung teilweise, das haben wir ja schon. Okay, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht jetzt einfach mal, entweder wir triggern es und dann weiß es, kann ja jetzt irgendwie die Socke irgendwie als Schlüssel nutzen oder nochmal eine Traumanalyse. Was meint ihr? Oder Traumanalyse, triggern, medikamentöse. Nee, medikamentöse oder Traum. Oder nochmal medikamentöse. Okay, Traum. Traum oder medikamentöse und dann Traum? Okay, nochmal ab in die Horrorwelt, mein Schaf. Lass dich fallen. Lass es zu. Folge dem Ball. Okay, das ist wirklich hardcore. Okay, der Wolf ist auch ein Plüschtier, der hat auch unten einen Reißverschluss. Und da ist der Knochen. Der sieht aber auch so richtig böse aus, der Wolf, ne? So richtig bad. Okay, ich bin den gefolgt auf eine Wiese. Maybe hatte ihn ein Wolf, Hund oder eine Wiese benutzt. Ja, wahrscheinlich so aus in die Richtung. Und dann wird's angesabbert und dann kommt der Hund, ne? Und dann wird er angeschleckt. Ja, es war 100 pro so. Furchtbar. Und dann hat ihn aber jemand aufgehoben. Ach, wahrscheinlich benutzt, ne? Als Hundespielzeug. Oh, zum Werfen. Oh nein! Wurde zum Adaptieren benutzt. Oh no. When you tried your best, but you don't succeed. No. Das erinnert sich. Und die Socke ist auch nicht mehr da. Aber es zieht sie wieder an. Jetzt fühlt sie sich wieder sicher. Okay. Sieht aber nicht wirklich gesund aus. So, Aggressionsbewältigung, Maltherapie oder Triggern? Ich würde fast sagen Aggressionsbewältigung. Durch die Etablierung des sicheren Ortes ist die Patientin nun in der Lage, sich vollständig an ihr traumatisches Erlebnis zu erinnern. Die vom Trauma bewirkte Depersonalisierung als autoaggressive Störung der eigenen Wahrnehmung diente dem Schutz des Guten im inneren Objekt. Doch nun tritt der gesamte Facettenreichtum des furchtbaren Erlebten an die Oberfläche und erfordert eine neue Aufarbeitung ihrer Identität als Schaf. Eine gezielte Konfrontation mit den erlebten Gefühlen verhilft ihr dabei zu einem neuen, weiteren Selbstverständnis. Also ich würde sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall Aggressionsbewältigung machen. Ich glaube, jetzt die Aggression rauszulassen mit dem, was einem passiert ist, kann nur gut sein. So, hier bitteschön nochmal, bitte nicht auf dich.
Vielleicht stellt man einfach sogar einen Hund hin jetzt, anstatt diese Menschenpuppe. Okay, jetzt hau drauf. Dolly. Ja, sehr gut. Oh, süß, Mann. Oh, wie es mir das wieder gibt, Mann. Ich will das Stofftier haben. Das ist richtig süß. Goldig. Okay. Vielleicht noch eine Maltherapie oder triggern. Ich weiß nicht, ob wir es noch triggern sollen. Sollen wir mal eine Maltherapie machen oder sollen wir es triggern? Müssen wir es überhaupt noch triggern? Ich mache nochmal eine Maltherapie. Und dann gucken wir mal. Ich finde, getriggert ist es doch schon genug jetzt, oder? Wir wissen ja, was Sache ist. So, mal nochmal. Voll süß, eine Maltherapie. Guck mal, es malt auch jetzt schon wieder viel besser. Ist kein Durchbohren mehr. Guck mal, es hat einfach nur ein Bild gemalt. Bitte mach's nicht kaputt. Ja. Oh, ein Knochen. Okay, das triggert den richtig. Also, weil er wie ein Knochen benutzt worden ist, ne? Er wurde mit dem Knochen verwechselt, deswegen. Er wurde... Okay, dann müssen wir es jetzt triggern mit dem Knochen. Weil er ist kein Knochen. Aber leider wurdest du wie solch einer benutzt, mein armes kleines Schafi. Deswegen ist es jetzt Zeit, dass du dich mit dem Knochen näher befasst und deine Wut an dem Knochen... Oh, jetzt kommt der Hund raus. Nicht schon wieder. Schmeiß den Knochen. Schmeiß ihn! Schmeiß ihn! Lass ihn los, Mann! Oh, shit. Was? Ach, jetzt check ich das. Ist das so ein Umklapp-Plüschi? Ach, das ist ein Umklapp-Plüschi. Ach so. Das kann man umstülpen. Oh, mein Gott. Jetzt geben wir es ihm aber richtig. Jetzt lässt er seinen inneren Wolf raus. Oh, es ist geil. Ich liebe das Spiel einfach. Es ist so stupide einfach. Oh, süß, süß. Jetzt ist er wieder mit seinem Inneren im Reinen. Oh, lieb. Ein Wolf im Schafspelz. Das ist ja süß. Süß, süß. Oh. Isn't it lovely? Goldig. Sehr, sehr, sehr süß. Gut, dann gehen wir zum nächsten Patienten über, und zwar der Rabe. Den Rabe, die Schildkröte hatte ich noch nie und das Schaf auch nicht. Das heißt auch alles für mich neu. Der Pinguin ist sauschwer. Ja, das glaube ich. Okay. Ist das ein Pinguin? Ist auch ein Rabe? Dr. Wood. Okay. Was will Dr. Wood? Okay. Vielleicht machen wir dann aber auch als allererstes statt jetzt den Dr. Wood, wenn der so schwer ist, die Schildkröte. So, Supervision. Dr. Wood wird als neuer Kollege einige Zeit in der Klinik verbringen, um Untersuchungen zur... Okay, Leute, lasst uns bitte erst die Schildkröte machen. Der ist mir jetzt schon so anstrengend. In der finalen Folge machen wir dann den, weil der ist echt ein Hardcore. Der ist richtig so ein Erhabener. Wir machen erstmal den Dutt. So, das war enough. Da geht die Zuschauerbindung daher. Zur Vorgeschichte. Vor 3 Wochen wurde Dub von dem Besitzer eines 24-Stunden-Fitnessstudios in unsere Klinik gebracht. Er hatte den Patienten versehentlich hinter einem Herkules 2000 Bodytrainer eingeklemmt. Erst machte er sich ernsthafte Sorgen, doch als die Schildkröte nach ihrer Befreiung gleich mit dem Training begann, schien alles in bester Ordnung. Doch als Dub auch nach Wochen noch auf dem gleichen Laufband trainierte,
wurde ihm das pausenlose Hüpfen der verrückten Schildkröte unheimlich. Nach einigen Aussagen des Patienten müsse er trainieren, um als Hochleistungsschildkröte fit zu bleiben. Leider sind weitergehende Untersuchungen aufgrund der Hyperaktivität und des vom Patienten selbst auferlegten Zeitdrucks nur bedingt möglich. Der Patient kann deshalb vorerst nur psychiatrisch behandelt werden. Okay, so ein Fitness-Influencer ist es also. Ich glaube, wir müssen mal eine Traumanalyse probieren, ne? Da will uns jemand seine Shakes verkaufen. So, Kollege, schauen Sie sich das einmal an. Wir müssen erstmal tief in Ihre Fitnesssucht hineinblicken. Der Rabe ist ja arrogant. Der wird von allen fallen gelassen, weil er zu anstrengend ist. Den machen wir im Finale, der Rabe. Das sehe ich jetzt schon, dass es ein Pain wird mit dem. Okay. Okay, da läuft also die Zeit ab. Süß. Look at this. Oh, es ist unangenehme Stille. Er ist irgendwie nervös. Okay. Kann ich überhaupt nicht deuten. Zeitdruck. Es hat irgendwas mit Zeitdruck zu tun. Zeitdruck und ein Wecker. Vielleicht war er irgendwie dafür verantwortlich, jemanden an etwas zu erinnern. So eine Art Wecker. Eine Weckerschildkröte. Okay. War der Therapiestand von Dart vorhin auch schon so? Medikamentöse Behandlung vielleicht. Oder Motivationstraining. Ich mache mal die medikamentöse Behandlung. Ich habe den Raben eine Stunde gesessen, weil er alles abgeblockt hat. Das ist heftig. So, mein Freund. Das macht ihm ja gar nichts aus, oder? Ist ja schon gestopft? Nee, die Augen werden schon größer. Oh, jetzt dreht er richtig durch. Oh mein Gott. Okay, ist aber gut, es ist einmal müde. Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt tun wir mal medizinisch untersuchen. Ich will mal wissen, was ich in dem höre, in dem Patienten. So, ich nehme das Spiel voll ernst, ne? Ja, eine Uhr. Der Typ leidet unter Zeitdruck. Okay. Oder er war immer zu langsam und geht daher immer aufs Laufband. Das kann auch sein, dass er für was zu langsam war. Okay. Konfiszieren. Gut, lass mal konfiszieren. So, Zwangsstörung maybe. Wir nehmen jetzt mal dieses Tamagotchi weg. Dass er mal den Zeitdruck loslässt, ist gut. Ja, ich dachte auch, vielleicht ist er eine Uhr. Nehmen ihn doch das Springseil weg. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall schon mal den Timer weggenommen. Das ist schon mal gut. Das heißt, er hat nichts, woran er sich schon mal halten kann. Das struggelt ihn schon mal sehr. Okay. Ich lese jetzt mal, was in Supervision steht. Guck, jetzt macht er schon Fehler. Das gefällt ihm gar nicht. Nachdem der Patient die Digitaluhr verloren hat, zeigt sich eine gewisse Unkonzentriertheit in seiner Handlung. Er schafft es nicht mehr, seinen Trainingsplan aufrechtzuhalten und kommt immer wieder aus dem Takt seiner Routine. Trotz dieser Entwicklung, welcher Dab gewisse Freiräume für das Erleben seines Innenlebens gibt, verheddert er sich immer wieder in oberflächlichen, verwobenen Tätigkeiten und weicht tiefer gehende Reflexion aus. Es ist an der Zeit, die psychiatrische Behandlung mit einer tiefen psychologischen zu ergänzen und eine längere Reise in die verdrängten Reiche des Patienten zu unternehmen. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich einmal eine Traumanalyse machen, um zu gucken, was jetzt abgeht. Let's go. Vielleicht war seine Liebe etwas Schnelles oder er hatte einen Zeitdruck, ob er pünktlich war. Ja, oder ob das er irgendwie schuld ist, dass etwas nicht funktioniert hat. Aber er wurde ja in einem Fitnessstudio gefunden. Was sind immer diese Fliegen? Diese Vögel?
War er dafür verantwortlich, dass Kunden reinkamen? Oder hatte er irgendeine eine Besitzerin, die Zwangsstörungen hatte? Okay. Er ist zu langsam. Das wurde ihm immer wieder gesagt. Too slow. Er schafft es nicht zur richtigen Zeit ans Ziel. Aber warum Regenschirme? Ich dachte, das wären keine Regenschirme, sondern ein Ding gewesen. Vögel. Da fliegen auch kleine Schildis. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, das war sehr gut. Ja. Entledige dich diesen. Oh. Shit, was? Therapeutisches Gespräch. Uh-oh. No. Wir kommen nicht mehr an den Patienten ran. Oh my goodness. Genau, wenn ihm immer reinreden, dann würde nie an sein Ziel kommen. Shit. Dann hilft ja noch medikamentöse Behandlung. Uff. Uiuiuiuiuiui. Da haben wir jetzt aber massivst reingeschissen. Ach ja, der Schmetterling, der besucht so manche meiner Patienten. Okay, aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir haben den Patienten verloren. Nope. Oh, die Welt ist ganz grau. Oh my goodness. Oh my damn. Ich glaube, wir können nichts mehr machen, ne? Ich glaube, wir können nichts mehr machen. Okay. Vielleicht ist die Dame der Tod und er wusste, dass er stirbt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich leider unseren Elektroschocker einmal einsetzen, um den Patienten wieder auf Null zu setzen. Tut mir leid. Aber... Ach Gott, der Arme. Oh Gott. I'm so sorry. Können wir jetzt weitermachen? Oh Gott. Ey, aber es geht ihm besser. Es geht ihm besser. Traumanalyse, traumatisches Gespräch. So, wir lesen jetzt mal. Oh Gott. Oh Gott. Die deutliche Antriebslosigkeit sowie die psychomotorischen Hemmungen des Patienten sind Hinweise auf eine stark verarmte Gefühlswelt. Dab scheint unter einem enormen, vermutlich auf Insuffizienzgefühl beruhenden inneren Druck zu stehen. Der eigene unerfüllte Leistungsanspruch der Schildkröte verstärkt sich dabei in einem pathologischen Zirkel mit ihrer Energielosigkeit. Der Konflikt, der im Inneren von Dab aufgefochten wird, verschlingt ihre gesamte Kraft. Dies begrenzt den Spielraum für therapeutische Maßnahmen und erfordert viel Geduld seitens der Therapeutin. Nur wenn man der Schildkröte die Ahnung eines Gefühls der Lebensfreude wiedergeben kann, wird sie sich von ihrem todesähnlichen Zustand lösen. Hierfür sollte man mit ausdauernder gestaltungstherapeutischer auf einer leichten motorischen körperlichen Simulation hingearbeitet werden. Okay. So, das bedeutet, wir müssen etwas Leichtes machen. Lichttherapie, Maltherapie, Bewegungstherapie, vielleicht Musiktherapie, oder? Ist doch was Leichtes. Oh je. Er hat nicht mal mehr Bock, den Kopf zu heben.
So, hier, eine Trommel. Nee, hat er keinen Bock. Oh. Nee, der Rabe ist, den machen wir in der nächsten Folge. Ach, guck mal. Ach du Scheiße. Oh, das ist so sad. Lichttherapie vielleicht? Gucken wir mal, ob Lichttherapie was hilft. Und? Oh ja, das mag's. Sehr gut, das ist ab ins Solarium. Das fand's gut. Guck mal, Licht war gut. Licht kann manchmal ganz... Oh, jetzt ist wieder traurig. Licht kann manchmal ganz viel helfen. So. Bewegungstherapie vielleicht. Wir gucken mal, ob das was bringt. Bewegung mag er doch. Der sieht aus wie ich morgens. Oh, süß. Guck mal, wie es guckt. Ja, guck mal, ein Luftdiplom. So geiles Game, ich lieb's einfach nur. Das ist so doof. Guck mal, das findet es doch ganz nett. Ist doch gut. Das macht aber auch echt Spaß, ne? Das ist so süß. Wenn du Luftballons in eine Menge schmeißt, dann wird jeder wieder zum kleinen Kind und schmeißt den Ballon hoch und will ihn einfach. So witzig, dass es in uns Menschen drin ist, dass man diesen Ballon nicht auf den Boden fallen lassen kann. Der muss immer hochgebuppt werden. Und wenn er auf den Boden fällt, dann ist es so richtig unsatisfying. Guck mal, das findet er gut. Oh. Okay. Oh nein. Okay, wir kommen irgendwie nicht weiter. Maltherapie. Ja, der ist richtig süß. So, hier eine Maltherapie. Starten wir nochmal. Muss nur ein bisschen den Arm bewegen. Hier, nimm ein bisschen malen. Irgendwas Schönes. Lass es auf dich wirken. Wenn man den Patienten kauft, sieht man, was für eine psychische Krankheit er hat. Ach echt? Schauen wir in der letzten Folge an, was die alles für Krankheiten hatten. Das gleiche mit kleinen Steinen am Boden, die man mitkicken darf, ja. Guck mal, jetzt helfe ich ihm. Süß. Aber das hier sieht doch schon so ein bisschen aus wie eher Depressionen und Antriebslosigkeit, oder? Was meint ihr? So dieses Nichts machen können, wie gelähmt zu sein? Schon ja. Oder er hat ein Burnout-Syndrom. Okay, was ist denn das? Okay, gefangen in einem Luftballon. Interessant. Er denkt, dass er immer denkt, er wäre immer für jeden zu langsam. Ja. Okay, dann müssen wir noch ein therapeutisches Gespräch und dann geht's ab in die Traumanalyse. Oh Gott, ich glaube, das ist das Letzte, was du willst. Oh Gott, es macht alles einfach nur noch schlimmer. Können wir bitte diese Therapeutin feuern? Also im Umkehrschluss mich? Nein, setz jetzt keine Nase auf. Nein. Oh, das ist einfach nur furchtbar. Oh Gott. Wirklich die arme Maus. Das war richtig uncool. Ich glaube, da fühlst du dich richtig verarscht, wenn das jemand mit dir macht. Aber nimm's uns nicht böse. Wir machen jetzt eine Traumanalyse. Ab in den Traum. Ich glaube, jetzt ist der Moment, sich mit der Angst zu konfrontieren. Schau auf den Ball. Sehr schön. Okay. Er ist also mit der Zeit gefangen, in der Uhr gefangen. Maybe. Baby. Mhm.
Okay, er kann nicht frei sein. Süß, er hat keinen Panzer. Er schwimmt den anderen hinterher, den Luftballons, die schnell und leicht sind. Und jetzt haben wir wieder traumatisiert, weil er merkt, dass es niemand, er ist ein Mitläufer. Oder er will etwas mitlaufen. Ach, der Panzer ist vielleicht das Problem. Weil er deswegen langsam ist. Oh, jetzt ist er nackt. Oh, guck mal, jetzt hat er sein Schneckenhaus verlassen, so gesehen. Er findet sich dick. Oh nein, er hat eine Body Dysmorphic Order. Nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Da ist Sand drin. Ich dachte gerade, da kommt Urin raus. Oh, das erinnert wieder an die Sandurne. Genau, er wünscht sich FKK zurück. Okay, so, lesen wir mal, was die Supervision sagt. Das ist Sand. Da bin ich. Hallo! Das positive Ansprechen des Patienten auf körperliche Bestätigung hat neue Impulse in die festgefahrene Verhaltensmuster gebracht. Dennoch sind Insuffizienzgefühle, Scham und das nostalgische Nachtrauern von Wunscherlebnissen immer noch klare Hinweise auf einen inneren Konflikt, eine Anklage gegen sich selbst und die Welt verbunden mit der Vorstellung, alles verloren zu haben. Verantwortlich für diese melancholische Weltsicht kann eine verdrängte Angst um den Verlust eines Liebesobjekts sein. Um die Gefahr des Verlusts zu bannen, entwickelt das Über-Ich einen Stellvertreterkonflikt. Um Hass und Wut nicht auf das geliebte Objekt, von dem es ja immerhin verlassen wurde, zu projizieren, richtet er diese destruktive Energie gegen sich selbst. Nur so bleibt das geliebte Objekt vor den zerstörerischen Kräften bewahrt und kann überleben. Und mit ihm das Gefühl der Liebe. Im weiteren Therapieverlauf geht es um nichts weniger als das Wiederentdecken und Erleben dieses Gefühls. Okay, wir müssen jetzt also wieder happy machen. Bewegungstherapie, Musiktherapie. Vielleicht kann er jetzt ein bisschen mehr Musik machen. Oder nochmal Licht. Licht hat ihn doch happy gemacht. So. Hier, ein bisschen Solariumbräune. Oh, süß, Mann. Oh. Hä, was macht er denn jetzt? Ach, er sitzt jetzt auch so... Das hat ihn an ein schönes Erlebnis erinnert. Oh, das macht ihn traurig. Wie er gespannt, entspannt auf einer Schaukelbank gesessen hat. Süß. Alles gut. Es ist gut. Hoffentlich, ja. Okay, dann machen wir mal Musik. Vielleicht macht er jetzt ein bisschen mehr weil, als vorhin für Musik. So, hier, bitteschön. Spiel mal ein bisschen. Jetzt kannst du es doch. Trau dich. Hab ein bisschen Spaß. Let's go. Okay. Das erinnert ihn immer an irgendwelche Dinge und macht ihn traurig. Das ist voll arm. Ja, vielleicht war er sogar im Sonnenstudio. Das kann sein. Vielleicht hat er vergessen, dann, dass einer fertig war mit dem Bräunen und der ist verkohlt. Maltherapie. Original ich gerade Ventilator plus ich. Hier, bitteschön, malen Sie mal. Das Gefühl, Knut traumatisiert ihn. Nein, ich rette den Patienten. Oh, der ist gerade richtig am Malen. Okay, er ist daheim und starrt aus dem Fenster. So fühlt er sich. Jetzt nimmt er weiter seinen Sand. Und erinnert sich, dass er zu langsam ist und die Zeit rinnt davon. Gut, Maltherapie haben wir gemacht. Machen wir Bewegungstherapie, oder? Probieren wir mal. Vielleicht fühlt er sich dann wieder besser, wenn er das macht, was er mag. So, hier, bitteschön. Oder dieses Ding, das ihn verlassen hat, war die Wüste oder ein Strand, von dem er... weggebracht wurde. Ja, und diese Frau kam ja auch rein, ne, die ihm irgendwie gesagt hat, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, aber ich glaube, das war gut. Oh Gott, ich dachte gerade schon, no. Irgendwas mit Urlaub, ne? Und Flugzeug. Also war es doch irgendwo am Strand.
Flughafen. Ach, er wurde dort wahrscheinlich ist verloren gegangen. Oh nein. Oh nein, es ist traurig. Nein, das ist so sad. Oh nein, das ist so sad. Oh, ist das traurig. Oh nein. Wie kommt man denn auf sowas? Das ist so traurig. Oh, ist das sad. Oh nein, mein Herz ist gebrochen. Oh nein, mein Herz ist gebrochen. Das ist ja so traurig. Oh, wir haben alle was ganz anderes gedacht. Dab hat den Schmerz der bis dahin verdrängten Trennung erstmalig durchlebt und somit die Depression zurückgelassen. Dies ist als enormer Fortschritt zu bewerten, denn die depressive Position der Patienten verabschiedet sich von einer Psychodynamik, welche destruktiven Charakter trug. Der innere Konflikt wird nicht mehr von einer verfolgenden, marternden, übergeordneten Instanz geführt. Vielmehr dreht sich der Hauptkonflikt nunmehr um das Objekt der Besorgnis und seinem inneren Wert und die damit verbundene Abwehr seelischer Schmerz. Da befindet sich nicht mehr in einer pathologischen Depression. Man sollte von einer schöpferischen Depression oder einem nachgeholten Trauerprozess sprechen. In dieser Phase benötigt der Patient vor allem Zeit, um die Realität seines Verlusts zu erfahren und einen nicht verdrängenden, sondern integrierten Umgang zu finden. Oh, 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 ich sterbe. Oh nein, wir reden mal mit ihm, das ist so traurig. Oh, I can't. Jetzt kommt er nicht wieder mit dem Kack-Luftballon. Deswegen, Luftballon fliegen, ja. Und Flugzeug fliegt auch. Oh. Oh. Oh nein, das war nicht gut. Kriegt er Neues. Okay, Bewegungstherapie, Maltherapie. Ja, und dann hat diese Rolltreppe, das ist so traurig. Wie kommt man denn auf so eine sad Idee eigentlich? Weiß ich, ob der Patient Bock hat zu malen jetzt. Er macht's. Die Armtiere, die ausgesetzt werden und versuchen hinter zu rennen, es aber nicht schaffen, genauso. Oh. Sadie. Okay, was hat er gemalt? No, wie er alleine da sitzt, weil er vergessen worden ist. Oh. Am Flughafen. Okay. Bewegungstherapie hatten wir ja gerade schon, ne? Mach mal eine Traumanalyse, oder? Weil Bewegung hat ja nichts gebracht. Okay, ab in den Traum. Noch einmal. Stelle dich dem Schmerz. Let's go. Und deswegen will er den Panzer ausziehen, damit er es schafft, schneller zu sein. Er wurde doch nicht vergessen, er wurde verloren. Aber sie dreht sich ja um und holt ihn nicht. Okay. Hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Ich glaube, wir müssen nochmal Bewegungstherapie machen. Hier, bitteschön. Nehmen Sie bitte einmal die Springseile in die Hand. Ein letztes Mal. Oh Gott, er will nicht. Weil er merkt, es bringt nichts. Oh nein. Oh oh. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Außer das nochmal. Muss ich jetzt wirklich ihn nochmal schocken? Weil ich kann ja eigentlich nichts anderes mehr machen. Okay, was steht denn hier?
Da befindet sich nicht mehr in einer pathologischen Depression und sollte nun von einer schöpferischen Depression oder einem nachgeholten Trauerprozess sprechen. In dieser Phase benötigt der Patient vor allem Zeit, um die Realität seines Verlusts zu erfahren und einigen nicht verdrängten, sondern unnötigen Umgang zu finden. Was soll ich denn jetzt machen? Das habe ich ja alles schon gemacht. Therapeutisches Gespräch wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Nee, weil die haben ja nichts gebracht. Das heißt, vielleicht muss ich ihn echt nochmal elektroschocken. Weil das wiederholt sich jetzt alles einfach nur. Elektroschock, Elektronvulsion-Therapie ist ein Ding bei Depressionen. Also meinst du, soll ich gleich nochmal ausprobieren, weil das wiederholt sich jetzt nur. Soll ich ihn echt schocken? Also, ich weiß nicht, ob wir dann wieder komplett verkacken. Ist es ein bisschen besser geworden oder bilde ich mir das ein? Waren das vorhin schon genauso viele? Muss ihm wahrscheinlich einfach Zeit geben. Mal Bewegungstherapie. Ich mache noch einmal Bewegungstherapie und wenn es dann nicht klappt, dann müssen wir ihn einfach mal schocken. Gibt es Therapieformen, die eingesetzt werden bei Heilungen, die nicht geheilt werden können? Nee, das will er auch nicht. Ja, wenn ich einen Schock, kann es positiv oder negativ sein? Mach doch mal die Kopfhörer. Das sind keine Kopfhörer. Nee, es wird nicht besser. Also ich glaube, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, ne? Es tut mir mega leid, aber wir kriegen ihn ja hier nicht raus. Es tut mir so leid. Oh nein, wir haben ihn wieder voll zurückgesetzt. Nein, nein, um Gottes Willen, es hat wieder den Panzer an. I'm so sorry, Schildi. Elektroschocks können bei Depressionen gar nicht mal so geil sein. Ich hab Angst. Nein! Nein! Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Oh nein. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Man setzt es ja zurück, weil man was falsch gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben irgendwas gemacht, was nicht korrekt war. Genau, wir hatten keine andere Wahl. Manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um wieder ein paar Schritte vorzukommen. So, jetzt verstehen wir immerhin schon mal die Visions. Genau, man resettet den Patienten, wenn man was falsch sagt. Wir haben irgendwas falsch gemacht, aber was? War es jetzt die Reihenfolge oder was war jetzt falsch? That's a good question. Ich glaube, man darf auch nicht immer alles ausprobieren. So, jetzt ist er schneller und kommt dem Ziel hinterher. Das ist schon mal gut. So. Ah, zu Fortnite-Zeiten, das ist schon ewig her. So, das ist ja schon mal gut. Jetzt sind wir wieder hier. Dass der Patient Zeit braucht, hätte man die Sitzung beenden müssen und später weitermachen können. Glaubst du? Ja, also wenn wir jetzt wieder da landen, machen wir mal die Sitzung beenden und kommen dann wieder zurück. Das ist ein guter Call. Okay. Wir brauchen müssen wieder zu dem Punkt bringen, wo er weint. So hart es sich anhört. So. Genau, der Sand von dem Strand. Der war schon mit der im Urlaub und hat ihn voll enjoyed und dann auf der Rückreise hat sie ihn vergessen. Der Pinguin hat angefangen, die anderen zu therapieren und zwar wieder irre zu machen. Das ist doch ein Rabe. Das ist doch kein Pinguin, oder? Nur mag es Kuscheltiere zum Weinen zu bringen. Das ist ein Gerücht, das weiß ich von mir. Okay,
Supervision, Maltherapie. Traumanalyse machen wir jetzt nochmal, ne? Probieren wir es nochmal. Ich glaube, jetzt kommt das, wo sie ja davonläuft. Und dann haben wir wieder einen Punkt, wo wir wollen, und dann beende ich mal die Sitzung. Und dann gucke ich, was passiert. So, ist er wieder hier? Er hat schön Urlaub gemacht, hat es voll enjoyed. Deswegen hat er auch Sand im Panzer. Anstatt, ich habe Sand in der Buchse oder in der Unterhose, ich habe Sand im Panzer. Okay, hat nichts gebracht. Medizinische Untersuchung wäre mal interessant. Was hören wir denn da? Es ist eine arabische Schildkröte. Was war denn das? Okay, Maltherapie vielleicht, Lichttherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie. Das hat ihn doch nochmal erinnert. Der war in der Türkei. War das türkisch? Das war doch arabisch, oder? War das türkisch? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wahrscheinlich war es der Antalya-Urlaub. Da gab es extra viel Brot zum Dunken. Und wir waren in Ägypten, süß. So, jetzt kommt ja nochmal das, aber ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich glaube schon. Ja, er hat richtig sein Leben enjoyed. Das ist richtig witzig gemacht einfach. Okay. Flugzeug. So, und dann beende ich jetzt mal die Sitzung, weil mehr kann ich ja gerade eh nicht machen dann. Aber ich glaube, der Punkt ist richtig, oder? Oh. 2 Kilometer. Aber ich glaube, der Punkt ist, ach, und das sind auch die Vögel. Daher sieht er die, weiß, die Vögel an der Scheibe. Ah. So. Jetzt lese ich nochmal die Supervision. Jetzt hockt er sich nämlich auch auf den Sand. So. Ja, okay. So, jetzt gucken wir noch, was hier steht. Hier steht, Dab hat den Schmerz der bis dahin verdrängten Trennung erstmalig durchlebt und somit die Depression zurückgelassen. Dies ist als normaler Fortschritt zu bewerten, denn die depressive Position des Patienten verabschiedet sich von einer Psychodynamik, welche destruktiven Charakter trug. Der innere Konflikt wird nicht mehr von einer verfolgenden, marternden, überforderten, übergeordneten Instanz geführt. Vielmehr dreht sich der Hauptkonflikt nunmehr um das Objekt der Besorgnis und seine inneren Welt und die damit verbundene Abwehr seelischer Schmerz. Dab befindet sich nicht mehr in einer pathologischen Depression. Man sollte nun von einer schöpferischen Depression oder einem Nachfolgetrauerprozess sprechen. In dieser Phase benötigt der Patient vor allem Zeit, um die Realität seines Verlusts zu erfahren und einen nicht verdrängten, sondern integrierbaren Umgang zu finden. So, er braucht Zeit. Traumanalyse, therapeutisches Gespräch, Bewegungstherapie. Das heißt, Sitzung beenden, oder? Weil er braucht ja Zeit. Alles andere bringt ja nichts jetzt. Und dann starte ich die nochmal. Weil alles andere, was wir gemacht haben, ist jetzt eh abgestrichen. So, Sitzung beenden. So, jetzt sitzt er da und heult. Vielleicht braucht er die Zeit einfach mal, bis die Tücher zu Ende sind. Und dann gehen wir nochmal rein. Und jetzt sind die Tücher zu Ende. Ja, tatsächlich. Es war einfach nur das. Hat einfach nur Zeit gebraucht. Bin jetzt unsicher, ob wir jetzt in eine Traumanalyse reingehen oder... Ist aber sehr gut beschrieben. Ich glaube, dass der Entwickler sich damit auch ausgekannt hat. Ich habe mal was über den so ein bisschen vor Ewigkeiten, 15 Jahren oder so gelesen. Aber ich glaube, dass deswegen ist es auch so gut geschrieben. Okay, das heißt, ich gehe jetzt ab in den Traum, oder? Seid ihr sicher?
Okay, ab in den Traum. Okay, mein Freund, die letzte Therapiesitzung muss gestartet werden. Ab in den Traum. Let it go. Oh, vielleicht schafft das er jetzt. Oder sie hat ihn nochmal geholt. Ach, jetzt hat sie ihm die Zeit noch gegeben, weil jetzt ja die Zeit abläuft, ne? Oh, es ist gemein. Oder er lässt es einfach zu. Er lässt den Schmerz zu. Die Zeit ist abgelaufen, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber aus der Gegenwart kann man etwas Positives schöpfen und das tut er jetzt. Sag bitte, dass ich das schön gesagt habe. No. Und jetzt geht er wieder vor. Auf jeden Fall bestimmt Studienabbrecher oder so. Ah. Genau, er war, glaube ich, sogar Psychologe, dachte ich, ja. Ich dachte, er war sogar Psychologe und hat deswegen das mit Form von Kuscheltieren gemacht. Dankeschön. Ich weiß, oh, jetzt sagen alle auf einmal, dass ich schön gesagt habe. Ich weiß gar nicht, warum. So, jetzt geht er wieder zurück. Oh, süß, er öffnet seinen Rucksack. Was holt er denn raus? Er streicht den jetzt in der neuen Farbe an, oder wie? Ach, er dreht den um. Jetzt hat er eine neue Farbe. New me. Süß. Jetzt muss er seinen Bauch durchstecken. Oh. Oh, es ist lieb. Oh, es ist alles wieder, habt ihr gesehen? Die Sättigung ist hoch, jetzt alles wieder farbiger. Süß. Süß. Yes, we did it. Schaut mal, wir läuft wie so eine Queen. Look at this Queen. Oh, süß. Der ist richtig glücklich und in sich happy. Süß. Wir haben es geschafft. Und er geht ganz langsam, ohne Stress, Leute, ohne Stress. Genauso muss das sein. Und somit verlässt auch der letzte, vorletzte Patient unsere Reihen. Denn wir haben in den anderen Folgen Krokodilschlange und Nilpferd schon gemacht. Alles unten in der Playlist. Und ich würde sagen, als großes Finale nehmen wir in der nächsten Folge und somit letzten den Raben hier auf uns. Der soll sehr schwer sein. Das haben mir schon einige Gnulis verraten, die das Spiel auch schon gespielt haben. Falls ihr es auch spielen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Unten in der Beschreibung findet ihr dazu den Link, ist kostenfrei. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir an den schwersten Patienten. Ich bin sehr gespannt. Und dann lasst gerne Daumen nach oben da und Kommentare und ein Abo. Das hilft dem Video sehr und mir. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freut mich, dass euch diese Serie so gefällt.